Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Wie schon eben angekündigt, geht es darum, ein Algorithmus für alle Drehpuzzles. Bevor ich damit losgehe, ganz kurz Hintergrund zu mir. Ich bin Entwickler für Open Source Software für formale Hardware-Verifikation. Und in die Ecke bin ich gekommen, weil ich mich für SAT und SMT-Solver interessiere. Da will ich jetzt aber gar nichts zu erzählen. Da habe ich die vorletzte Nuken-Vortrag drüber gehalten. Aber in dem Zusammenhang bin ich auf die algorithmische Gruppentheorie gestoßen, weil wenn man symmetrische Problemstellungen hat, insbesondere wenn man Graphautomorphismen finden will, braucht man das. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr unbedingt wisst, was das ist nur, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin, weil ich werde alles von Anfang an erzählen. Das bekannteste Drehpuzzle ist sicher der Rubik's Cube oder in Deutsch auch als Zauberwürfel bekannt. Und die anhaltende Popularität seit Anfang der 80er Jahre hat zu einer großen Anzahl an Varianten geführt, also verschiedene Drehpuzzle. Auf der Website twistypuzzles.com gibt es über 11.000 verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Mechaniken. Also ein paar haben ähnliche Mechaniken, aber es gibt alles Mögliche. Neben dem Rubik's Cube ähnlichen Puzzlen wie dem Megaminx, der hier daneben ist, gibt es auch 2D-Dreh- und Schiebepuzzle, die auch mit dazu zählen. Was so gut wie alle diese Puzzle gemeinsam haben, ist, dass es eine gelöste Zielstellung gibt, in die man kommen will, und es gibt eine Handvoll von Zügen, mit der man von einer Stellung zur anderen Stellung kommt. Also beim Rubik's Cube eine Seite drehen. Und alle diese Züge sind umkehrbar. Also man kann, wenn man Zug gemacht hat, den auch direkt wieder zurückmachen. Und was auch eine typische Sache ist, dass die Anzahl der möglichen Stellungen gigantisch ist. Beim Rubik's Cube sind es über 40 Trillionen. Also wenn man nur blind rumprobiert, dann ist die Chance, dass man per Zufall auf eine Lösung stößt, eher gering. Und wenn man jetzt ein bestimmtes Puzzle hat, dann kann man vielleicht durch selber überlegen oder durch Nachlesen einen Lösungsweg finden. Und den könnte man dann auch programmieren, wenn man das machen will. Aber die Idee, um die es heute geht, ist zu sagen, wir haben das Puzzle selber als Eingabe und wollen einen Algorithmus haben, der ein beliebiges Puzzle dieser Art lösen kann, ohne das Puzzle selber vorher kennen zu müssen. Da ist die erste Frage, wie können wir überhaupt so ein Puzzle am Computer darstellen? Und fangen wir mit dem bekanntesten Beispiel an, den Rubik's Cube, und überlegen, wie das geht. Dazu schauen wir uns die Züge an und können feststellen, dass wenn man eine Seite dreht, dann ist nach der Drehung der Würfel wieder in grob derselben Form, aber einige der Felder sind untereinander vertauscht. Und für das Lösen des Puzzles spielt es überhaupt keine Rolle, welche Bahn jetzt genau in der Drehung so ein Feld zurückgelegt hat, sondern das Einzige, was wichtig ist, ist, wie die Felder vertauscht werden. Und da der Würfel hinterher genauso aussieht von der Form her wie vorher, also an jedem Platz, wo vorher ein Feld war, ist auch nach dem Zug wieder ein Feld, ist es nicht irgendeine Vertauschung, sondern es sind Permutationen. Also das sind genau Vertauschungen, wo vorher und hinterher an den gleichen Positionen Dinge sind. Und Permutationen wären der Grundbaustein für alles, was jetzt noch kommt. Um besser sehen zu können, wie die Felder vertauscht sind, vertauscht werden beim Zug, können wir die Felder durchnummerieren. Und wenn wir das machen, gewinnen wir keine zusätzliche Information. Das ist jetzt nur zur Übersicht, weil egal welchen Zug wir machen, die kleinen Würfel sind fest verbunden und die haben alle eine unterschiedliche Farbkombination. Das heißt, wir können die
Felder, die die gleiche Farbe haben und unterschiedliche Nummerierungen haben, trotzdem noch unterscheiden. Das ist nicht bei jedem Drehpuzzle der Fall. Zum Beispiel, wenn man einen größeren Rubik's Cube hat als 3x3x3, dann gibt es tatsächlich kleine Würfel, die identisch aussehen. Solche Puzzle klammer ich erstmal außen vor, weil die machen alles komplizierter. Das heißt, dass ein Algorithmus für alle Drehpuzzle braucht vielleicht ein kleines Sternchen beim Alle und ein bisschen kleingedrucktes. Aber im Rubik's Cube funktioniert das. Genau. Wenn wir jetzt einen Zug machen, dann sind hinterher die Felder anders angeordnet. Und um es möglichst praktisch am Computer darstellen zu können, wollen wir nicht nur die Felder jetzt von einer Farbe durchnummerieren, sondern wir wollen quasi alle Positionen in einem Puzzle, wo ein Feld sein können, in einer festen Reihenfolge durchnummerieren und können dann schauen, wie sich die Anordnung im Zug geändert hat. Dafür gehen wir bei vorher und hinterher in der gleichen Reihenfolge der Positionen, also links und rechts von der Form her ist alles das Gleiche, das durch und bringen es in eine aufsteigende durchnummerierte Folge und können dann schauen, welches Feld ist wohin gewandert beim Zug. Das Ganze können wir auch für die anderen möglichen Züge machen. Und kriegen dann eine Liste von Permutationen, die beschreibt, was passieren kann, wenn wir beim Puzzlezüge machen. Genau. Dazu erstmal irgendwelche Fragen. Gut. Dann hatte ich ja gesagt, bei einer Permutation haben wir eine Zuordnung vorher-hinterher, wo eine Position vorher zu einer Position hinterher zugeordnet ist. Wenn wir das Ganze am Rechner darstellen wollen, um halt ein Programm zu schreiben, was damit macht, dann ist die übliche Darstellung, die man wählt, zu sagen, na, wir nummerieren sie halt wirklich aufsteigend durch und haben dann einfach ein Array von Integern, wo das Array an der nullten Stelle sagt, was ist die Position, die der nullten Position zugeordnet ist, an der ersten, also an der nullten Stelle, was ist der nullten Stelle zugeordnet, an der ersten Stelle, was ist an der ersten Stelle zugeordnet und so weiter. Wenn wir zwei Permutationen zum Beispiel für zwei Züge haben und wir wollen wissen, was passiert, wenn wir die beiden Züge hintereinander ausführen, dann können wir das als eine Verkettung von Permutationen machen. Das ist mit der grafischen Darstellung einfach hintereinander schreiben und schauen, wo kommen wir insgesamt an und was rauskommt, hat wieder die gleiche Form von der Permutation. Und als Programm können wir einfach ein neues Array initialisieren, wo wir erst schauen, wo die erste Permutation den Punkt hin vertauscht und dann schauen, wo die zweite das den Punkt hin vertauscht und kriegen damit die Verkettung. Ich werde bei allen Begriffen auch noch die englischen Wörter mit draufschreiben, weil wenn man sich noch im Nachhinein mehr Material dazu anschauen will, dann ist fast alles, was man zur algorithmischen Gruppentheorie findet, auf Englisch. Und da ich aber davon ausgehe, dass wenn Leute schon ein bisschen mal was von Gruppentheorie gehört haben, das vielleicht auf Deutsch passiert ist und ich den Vortrag auf Deutsch halte, werde ich einfach beide Begriffe immer einführen. Gut. Ich hatte vorhin schon gesagt, bei einem Drehpuzzle ist jeder Zug umkehrbar. Das gilt auch für Permutationen. Wir können zu jeder Permutation eine inverse Permutation finden.
in der grafischen Darstellung spiegeln wir das einfach. Und als Programm schauen wir, was ist der Zielpunkt für ein Punkt i, und das ist für die inverse Permutation dann quasi der Startpunkt, und das, was vorher Startpunkt war, ist der neue Zielpunkt. Wenn wir eine Permutation mit der inversen Permutation verketten, dann bekommen wir die identische Permutation. Genau, Schreibweise. Für die inverse Permutation nutzen wir die Schreibweise hoch minus 1. Das ist anders, als wenn man jetzt schaut, wie wenn man sich Lösungswege für zum Beispiel Rubik's Cube anschaut, dann wird meistens nur so ein Strich verwendet. Aber für das, wo ich hin will, brauchen wir die Schreibweise mit hoch minus 1. Und für die identische Permutation, also die, die wir jetzt als Ergebnis sehen, nutzen wir die Schreibweise 1. Genau. Wenn wir wenn wir eine Menge von Punkten haben, zum Beispiel die Felder unseres Drehpuzzles, und wir betrachten alle Permutationen von diesen Punkten, dann nennt man diese Menge zusammen mit der Verkettung die symmetrische Gruppe. Und da gibt es ein paar Schreibweisen für die, wir jetzt gar nicht so viel brauchen, aber wollte ich auch erwähnt haben. Jetzt ist die Frage Gruppe. Wie auch gesagt, das ist algorithmische Gruppentheorie. Eine Gruppe allgemein ist eine Menge von Elementen, wo wir zwei Elemente verknüpfen können und wieder ein Element der Menge haben, wo, wenn wir mehrere Sachen verknüpfen, nur die Reihenfolge eine Rolle spielt, aber nicht, also die Reihenfolge von ich meine links nach rechts, aber nicht, wie wir es klammern, wo es ein neutrales Element gibt, was heißt, wenn wir das links oder rechts verknüpfen, passiert nichts mit dem anderen Element, und wo wir zu jedem Element ein inverses Element haben. Und das sind genau die Sachen, die ich eben, wo ich eben die Abbildung zu hatte bei den Permutationen. Und die symmetrische Gruppe, also alle Permutationen für eine Menge von Punkten, ist genau ein Beispiel. Und es ist nicht nur irgendein Beispiel, es ist ein sehr, sehr relevantes, sehr zentrales Beispiel für eine Gruppe in der Gruppentheorie. Dazu noch Fragen? Okay. Jetzt haben wir, wenn wir aber so ein Drehpuzzle haben, können wir nicht beliebige Vertauschungen von den Feldern machen, weil wenn wir hier uns anschauen, die Felder von einer Kante hier und einer Ecke hier, die können wir niemals durch Züge vertauschen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben nicht die gesamte symmetrische Gruppe als mögliche Permutation in dem Puzzle, sondern wir haben nur eine kleinere Menge von möglichen Permutationen. Und dafür gibt es in der Gruppentheorie das Konzept von einer Untergruppe, die durch Erzeuger definiert wird. Und das ist genau das, was wir hier brauchen, weil das sagt, wenn wir ein paar Erzeuger haben, also bei Drehpuzzeln entspricht das einzelnen Zügen, dann ist die davon erzeugte Gruppe, sind alle Verkettungen, die wir bekommen können, wenn wir beliebig viele Erzeuger verketten. Also beim Puzzle, wenn wir eine beliebige Folge von Zügen ausführen. Das heißt, bei dem Rubik's Cube
da hatte ich vorhin die 6 Züge für die, also die 6 Drehungen von den Seiten als Permutation grafisch gezeigt. Und wenn wir die nehmen und sagen, wir wollen alle Kombinationen davon, also die davon erzeugte Gruppe, dann haben wir genau die Gruppe, die die erreichbaren Stellungen repräsentiert, was eine Untergruppe der symmetrischen Gruppe ist. Untergruppe heißt, dass es auch eine Gruppe ist. Das Wichtige ist, dass wir, also mit, wenn wir Elemente davon miteinander kombinieren, bleiben wir immer in der Untergruppe. Also die, zum Beispiel die Menge der Erzeuger selber, also die Menge der Züge, wäre keine Untergruppe, wenn wir 2 Züge hintereinander machen, ist es nicht das gleiche wie ein Zug. Aber die davon erzeugte Untergruppe mit allen Kombinationen, da haben wir keine Möglichkeit, irgendwie durch Verkettung wieder rauszukommen. Dazu Fragen? Gut. Damit sind wir jetzt in der Lage, irgendwie auszudrücken, was ist ein Puzzle? Also wir brauchen die Erzeuger, also die Züge als Erzeuger, also als Permutation, und haben dann die Gruppe der möglichen Stellung. Und wenn wir jetzt ein Puzzle vor uns haben und die schauen, wie sind die Felder vertauscht relativ zu der gelösten Stellung, dann ist das Puzzle lösen, quasi, wenn wir das ausdrücken wollen, in der Sprache der Gruppentheorie, suchen wir ein Wort über den Erzeugern, was nichts anderes heißt als eine Folge von Puzzlezügen. Wobei, wenn wir Wort sagen im Kontext von Gruppen, dann ist auch immer der Umkehrzug, also das inverse Element, auch mit erlaubt. Also wenn ich jetzt die 6 Züge für die 6 Seiten habe, dann ist sozusagen der Umkehrzug, die Seite in die andere Richtung drehen, immer mit inklusive, weil das halt bei einer Gruppe immer möglich sein muss. Und wenn die Verkettung der Züge genau die inverse Permutation ist von der Permutation, die Stellung, die wir lösen wollen, angibt, dann ist die Verkettung, also wenn wir den aktuellen Zustand nehmen und dann die Zugfolge anwenden, haben wir insgesamt die Verkettung von der Stellung und der Inversen. Das heißt, wir kriegen die identische Permutation raus und die entspricht der gelösten Stellung. Das heißt, das ist die Problemstellung, das Puzzle zu lösen. Eine andere Sache, die wir machen können, ist berechnen, wie viele verschiedene Puzzlestellungen gibt es insgesamt. Und bei Gruppen heißt, die Anzahl der Elemente wird einfach Ordnung genannt. Das heißt, das sind zwei Probleme, die wir mit dem Algorithmus angehen wollen. Der Algorithmus dafür ist der Schreier-Sims-Algorithmus. Und der Ansatz von dem Algorithmus ist, dass wir das Problem Schritt für Schritt lösen wollen, um es halt irgendwie in lösbare Happen zu unterteilen. Und wir wollen, dass nach jedem Schritt das Problem, was wir noch überhaben, also was wir noch nicht gelöst haben, die gleiche Art von Problem ist wie unser Ausgangsproblem, aber wir eine kleinere Untergruppe, da fehlt ein R, haben, sodass wir nach einer endlichen Anzahl von Schritten die Untergruppe nur noch das neutrale Element hat und damit das verbleibende Problem kein Problem mehr ist. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wenn man schon mal gelernt hat, einen Rubik's Cube zum Beispiel Schicht für Schicht zu lösen. Wenn man eine Schicht gelöst hat, dann sind die verbleibenden Felder, die man noch lösen muss, halt weniger. Und das ist, was passiert, wenn man den Schreier-Sims-Algorithmus, den ich
gleich erklären werde, ausführt, ist ganz ähnlich wie was mit dem Würfel beim Schicht-für-Schicht-Lösen passiert. Der wesentliche Unterschied ist, dass der Schreier-Simms-Algorithmus mit einer beliebigen Permutationsgruppe, also mit einer beliebigen Gruppe, die von Permutationen erzeugt wird, funktioniert. Eine andere Analogie, die ich hilfreich finde, ist, sich das ein bisschen so vorzustellen wie das Gauss-Verfahren für lineare Gleichungssysteme. Wenn man das Gleichungssystem in die Treppenform bringt, man kann sozusagen sagen, dass das, was der Schreier-Simms-Algorithmus für Permutationsgruppen ist, die Entsprechung ist. Also, ich hatte gesagt, wir wollen in jedem Schritt zu einer kleineren, verbleibenden, noch zu lösenden Untergruppe kommen. Und die Frage ist, wie sieht diese Untergruppe aus? In diesem Beispiel habe ich jetzt Permutationen auf 6 Punkten. Wir können uns also vorstellen, dass es ein etwas einfaches Drehpuzzle als der Rubik's Cube ist, damit es halbwegs übersichtlich bleibt mit 2 Zügen. Zug A, der 2 benachbarte Punkte tauscht, und den Zug B, der alle einmal zyklisch durchschiebt. Beide diese Züge bewegen alle Punkte. Keiner dieser Punkte bleibt hier gleich. Aber wenn wir den Zug A gefolgt von dem Zug B ausführen, ist die Permutation, die rauskommt, lässt den Punkt 0 bei 0. So ein Punkt heißt auch ein Fixpunkt. Und wenn wir verschiedene Permutationen, die den gleichen Fixpunkt haben, miteinander verketten, hat die Verkettung immer noch den Fixpunkt. Das heißt, wenn wir eine Permutationsgruppe nehmen, die wenn wir die Permutationsgruppe nehmen, die von unseren beiden Zügen erzeugt wird, und wir nehmen die Teilmenge davon, von allen Permutationen, die zum Beispiel die 0 als Fixpunkt haben, ist das eine Untergruppe, weil die Verkettung auch wieder derart ist. Und diese Untergruppe, also wenn wir eine Permutationsgruppe haben und einen Punkt auswählen und alle Permutationen rausschmeißen, die den bewegen, ist die Stabilisator-Untergruppe für den Punkt oder auch Punktstabilisator genannt. Und das ist die Untergruppe, zu der wir in einem Schritt kommen wollen. Wenn man zurück zum Drehpuzzle kommt, ist es beim Rubik's Cube zu sagen, wir haben ein Feld gelöst und das lassen wir fest. Wir müssen es vielleicht, wenn wir nachher die gesamte Lösung betrachten, zwischendurch immer mal wieder aus dem Weg drehen, weil wir sonst kaum noch Züge machen können. Aber wie beim Lösen Schicht für Schicht, lassen wir es quasi, kommen wir immer wieder zurück zu einer Stellung, wo alle Punkte, die wir quasi stabilisiert haben, festbleiben. Ja. Ja, das ist jetzt der Punkt, wo mir bei der Vorbereitung ein bisschen die Zeit für die ganzen Animationen ausgegangen sind. Deswegen werden ab jetzt die Folien etwas textlastiger. Genau, das hatte ich aber erzählt. Also das ist die Schreibweise für so einen Stabilisator. Also als tiefgestellt den Punkt in Klammern. Und wenn wir so eine Permutationsgruppe haben, dann können wir auch, zu messen, wie weit sind wir, den Träger definieren. Das sind quasi alle Punkte, die noch beweglich sind. Wir haben also, wenn wir in einem Schritt einen Stabilisator bilden, dann
verkleinern wir den Träger mindestens einen Punkt und können so einen Fortschritt machen. Aus den Stabilisatoren bauen wir, wenn wir den Algorithmus ausführen, eine Kette, indem wir halt einen Punkt nach dem anderen stabilisieren, bis kein Punkt mehr beweglich ist. Dann muss das Puzzle gelöst sein, weil wenn wir keine Punkte mehr bewegen können, haben wir keine Züge mehr. Und wenn niemand vorher beim Puzzeln mit dem Schraubenzieher eine Ecke gedreht hat, dann ist das hoffentlich die gelöste Position. Und wenn wir zusätzlich nicht nur diese Untergruppen, also diese Stabilisator-Untergruppen haben, sondern auch noch für jede dieser Untergruppen wieder eine Erzeugermenge haben, also sozusagen neue Züge, die die festgehaltenen Flächen nicht mehr bewegen, dann spricht man von einer starken Erzeugermenge. Diese neuen Züge korrespondieren zu längeren Zugfolgen auf dem ursprünglichen Puzzle. Also wenn man ein Puzzle zum Beispiel Schicht für Schicht löst, lernt man ja auch Zugfolgen, von denen man weiß, mit denen kann ich die noch nicht gelösten Felder vertauschen, aber sicherstellen, dass wenn ich eine Zugfolge fertig ausgeführt habe, das, was ich schon gelöst habe, wieder heile ist. Und genau das wollen wir auch. Deswegen brauchen wir halt auch Erzeuger für die Untergruppen, um innerhalb dieser Untergruppen zu bleiben und nicht das, was wir schon gelöst haben, wieder kaputt zu machen. Und was man, wenn man Material zu dem Thema liest, häufig als Begriff sieht, ist die Abkürzung BSGS für Base and Strong Generating Set, was halt genau diese Kombination von, wir haben uns entschieden, in welcher Reihenfolge wir das Puzzle lösen und wir kennen die Zugfolgen für die verbleibenden Teilprobleme bezeichnet. Dazu Fragen? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir ein beliebiges Puzzle haben, wie können wir diese Züge für das verbleibende Problem, also die Erzeuger für die Stabilisator-Untergruppe finden. Dafür betrachten wir ein Konzept, was Bahnen heißt. Wenn wir eine Gruppe haben, die von Permutationen erzeugt wird, in diesem Fall A und B, dann können wir neben der Darstellung, die ich bisher gewählt habe, wo ich links die Startpunkte und rechts die Zielpunkte habe, auch alle Punkte, die es gibt, nur einmal einzeichnen und Pfeile einzeichnen für die Züge, für die Erzeuger, wo Punkte abgebildet werden, also das, was ich rechts habe. Und in dieser Darstellung, die auch Schreier-Graph oder Schreier-Diagramm heißt, können wir sehen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen den Punkt 0, also das war das, den Punkt 0, hier den, dafür die Stabilisator Untergruppe bilden, wo kann dieser Punkt insgesamt bei der gesamten Gruppe hin abgebildet werden? Also in diesem Fall sehen wir, dass 0, 1, 2, 3, da kommen wir mit A und B hin, aber wir haben keine Möglichkeit, den Punkt 0 auf 4 oder 5 abzubilden. Und diese Partitionierung von den Punkten sind die Bahnen. Also 0, 1, 2, 3 ist eine Bahn und 4, 5 ist die Bahn. Und um die Stabilisator-Untergruppe, um Erzeuger für die Stabilisator-Untergruppe zu finden, interessiert uns die Bahn von dem Punkt, der neue Fixpunkt der Untergruppe werden soll. Und wenn wir jetzt eine Permutation der gesamten Gruppe haben, dann haben wir in dem Fall, wenn die Bahn 4 Punkte hat, quasi 4 verschiedene Fälle, wohin der Punkt abgebildet werden kann. Und nur einer der Fälle ist der Fall, der in unsere Untergruppe passt.
Wenn wir alle möglichen Permutationen, die wir erreichen können mit A und B, aufteilen auf diese vier Fälle, dann spricht man von den Nebenklassen des Stabilisators. Also die eine Nebenklasse ist der Stabilisator selber, wenn der Punkt ein Fixpunkt ist, und die drei anderen Fälle in dem Fall sind die drei anderen Nebenklassen. Genau. Ich werde hier eine Schreibweise für die Nebenklassen verwenden, die nicht üblich ist, sondern die nur für diesen Spezialfall Sinn ergibt, weil Nebenklassen sind allgemein ein Konzept, was auch noch andere Szenarien abdeckt, die wir aber gar nicht brauchen, um ein Puzzle zu lösen. Deswegen, um das nicht alles nicht quasi noch länger ausholen zu müssen, verwende ich eine andere Schreibweise, wo man direkt sehen kann, also mit dieser Menge meine ich die Permutationen, die den Punkt X auf den Punkt Y verschieben. Wer sich schon mal mit Gruppentheorie beschäftigt hat, warum das der üblichen Definition in dem Fall entspricht, ist das Bahnlemma. Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, kann das ignorieren. Und genau, jede Permutation ist genau in einer dieser Nebenklasse, weil irgendwohin muss der Punkt ja landen. Wichtig ist, die anderen Nebenklassen, die nicht der Stabilisator sind, sind keine Untergruppen, weil wenn eine Untergruppe, also eine Gruppe allgemein, muss ja immer ein neutrales Element haben, was bei Permutationen die identische Permutation ist, aber die lässt halt den Punkt X fest, und in dem Fall haben wir halt nur die Permutationen, die den Punkt X verschieben. Wenn wir jetzt die Nebenklassen haben, also die vier Nebenklassen für unsere Stabilisatoruntergruppe in dem Beispiel mit den Zügen A und B, dann können wir eine repräsentative Permutation beliebig aus jeder Nebenklasse auswählen. Wenn wir das machen, dann haben wir eine sogenannte Transversale. Wenn wir zusätzlich, beziehungsweise für den Schreier-Sims-Algorithmus müssen wir zusätzlich noch sicher gehen, dass wir für den Stabilisator-Untergruppe selber die identische Permutation nehmen. Und genau, hier habe ich jetzt eingezeichnet, wohin der Punkt, der neue Fixpunkt sein soll, hin abgebildet wird. Und wir können sehen, dass wir für jeden Punkt in der Bahn, also jeden erreichbaren Punkt, genau ein Beispiel haben. Das ist quasi, sind die Bausteine, mit denen wir die Erzeuger für den Stabilisator basteln können. Also daraus können wir die Zugfolgen, damit können wir die Zugfolgen finden, die unsere gelösten Felder nicht wieder kaputt machen. Das sind die sogenannten Schreier-Erzeuger. Was wir dafür machen, ist, wir nehmen, das wollte ich noch gar nicht, wir nehmen für jeden Erzeuger der ursprünglichen Gruppe, also ganz am Anfang für jeden möglichen Zug unseres Puzzles, in diesem Beispiel habe ich jetzt nur den Zug A genommen, das ist der Teil hier, und jede Permutation in unserer Transversale. Also das ist 1, A, B und A, B. Und verketten die miteinander. Und schauen dann, wo landet der Punkt, den wir der Fixpunkt werden soll. Und haben dann genau ein Element, eine Permutation in der Transversale, die die gleiche, die den Punkt an den gleichen Punkt verschiebt, und können davon das Inverse nehmen. Damit können wir den Punkt wieder zurück verschieben und haben dann insgesamt etwas, was den Punkt, was das als Fixpunkt hat, was also zumindest schon mal ein Element der Stabilisator-Untergruppe ist.
Genau. Das kann halt auch sein, dass, also in vielen Fällen ist es halt recht langweilig, wenn wir halt nichts machen und dann Zug machen und den Zug wieder direkt zurück machen, dann ist es wieder insgesamt identische Permutation. Aber in einigen der Fälle werden wir etwas haben, wie hier, wo wir halt B, A, B invers, A invers miteinander verketten, wo dann insgesamt eine Verkettung rauskommt, die den Punkt 0 als Fixpunkt hat, wie wir haben wollen, aber die anderen Punkte weiterhin noch tatsächlich vertauscht. Das Ganze machen wir auch noch für die anderen Erzeuger, für die anderen ursprünglichen Züge. Da habe ich leider nicht die Zeit gehabt, das auch grafisch darzustellen. Das heißt, das müssen wir uns denken. Und wenn wir das machen, dann ist die Behauptung, dass wir aus diesen endlich vielen Handvoll verschiedenen Zugfolgen alle Permutationen in der Stabilisator-Untergruppe bauen können, dass wir also noch egal, wie das Puzzle vertauscht ist, nur mit diesen Zugfolgen, die den Punkt 0 nicht mehr bewegen, das Puzzle lösen können. Gibt es zu dem Konzept, unabhängig davon, warum das jetzt diese Zugfolgen ausreichen sollten, irgendwelche Fragen? Ich habe noch nicht mitbekommen, wie die Kombination von Permutationen ausgewählt wird, die jetzt hier verkettet werden. Wir haben auf der linken Seite, nehmen wir alle Permutationen aus unserer Transversale. Also für jeden Punkt in der Bahn von unserem zukünftigen Fixpunkt, die Beispielzugfolge, die wir uns ausgewählt haben. Also die Beispielzugfolge, die den Punkt 0 bei 0 lässt, die Beispielzugfolge, die den Punkt 0 auf 1 bewegt, die den Punkt 0 auf 3 bewegt und die den Punkt 0 auf 2 bewegt. Die Reihenfolge 0, 1, 3, 2 habe ich hier, weil ich die quasi in der Länge der Zugfolgen sortiert habe, nicht in der Nummerierung der Punkte. Also das machen wir quasi als allererstes, gehen wir alles durch. Also sozusagen alle Möglichkeiten, wo unser Punkt landen könnte. Dann machen wir kombinieren das mit jedem möglichen Zug. Das heißt, wir haben dann insgesamt als Anzahl von Zugfolgen die Anzahl von Bahnpunkten oder Anzahl oder Größe unserer Transversale mal der Anzahl der Züge. Und dann müssen wir aber sicherstellen, dass wir den Punkt, der Fixpunkt sein soll, auch wieder da lassen, wo wir ganz am Anfang waren. Und dafür nehmen wir wieder ein Element aus der Transversale, aber diesmal invertiert. Weil damit können wir auch, also wenn wir mit der Transversale von unserem Fixpunkt zu jedem Punkt kommen, dann können wir mit dem Inversen davon wieder von jedem Punkt in der Bahn zurück zu unserem zukünftigen Fixpunkt kommen. Das ist das, was hier auf der rechten Seite passiert. Da war noch eine andere Frage, ja? Ja, ich habe aber auch noch nicht erklärt, warum die Schreier-Erzeuger tatsächlich Erzeuger für die Untergruppe ist. Also wenn es nur darum gehen würde, Elemente zu finden, die wieder in der Stabilisator-Untergruppe sind, hat man viel mehr Spielräume. Aber diese spezielle Form ist genau dafür da, um dann im zweiten Schritt sicher gehen zu können, dass egal welches Element aus der Stabilisator-Untergruppe man hat, also wie das noch zu lösende Puzzle aussieht, nachdem ein Feld gelöst ist, dass die Zugfolgen ausreichen. Und dafür ist genau diese Form wichtig. Mehr Fragen noch? Gut. Vielleicht nur um sehr explizit das nochmal festzuhalten. Das heißt, wir hätten dieses ganze Ding auch nochmal nur für die Variante, dass wir in der Mitte den Zug B wählen. Genau. Genau. Das hätte ich auch gerne noch dazu gezeigt, aber gut.
So, jetzt kommen wir nämlich damit zum zweiten Schritt. Wenn wir eine Permutation im Stabilisator haben, dann wissen wir, egal wie diese Permutation aussieht, es gibt irgendeine Zugfolge, die löst. Weil wir haben die gesamte Gruppe so definiert, dass wir halt alle Permutationen nehmen, für die wir Zugfolgen haben, also für die wir Worte haben, wenn wir in der Sprache der Gruppentheorie bleiben wollen. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel eine Permutation aus dem Stabilisator haben könnte, dass zum Beispiel Design, die wir als Verkettung von A, B invers kriegen, weil der Punkt 0 wieder bei 0 landet. Wir können jetzt dahin gehen und uns diese Zugfolge nehmen. Also in der Praxis kennen wir die natürlich nicht, aber wir wissen, dass irgendeine existiert. Das heißt, wenn wir jetzt ein Verfahren haben, was für jede Zugfolge funktioniert, dann müssen wir die gar nicht kennen. Vielleicht wird es besser klar, wenn ich erstmal erzähle, wie es hier weitergeht. Also angenommen, wir haben irgendeine Zugfolge, die den Punkt, der Fixpunkt sein soll, als Fixpunkt hat. Dann können wir für jeden Zug in dieser Zugfolge, also das A, B, A und B invers, ein Element aus unserer Transversale davor hängen. Hier und hier, also die rot hinterlegten Permutationen sind die einzelnen Züge aus unserem aktuellen Beispiel. Und dann ein inverses Element aus der Transversale hinten ranhängen. Und zwar genau so, dass wir zwischen jede Zugfolge, die einem ursprünglichen Zug entspricht, wieder unseren Sollfixpunkt auf unseren Sollfixpunkt abbilden. Das können wir machen, weil was wir im Wesentlichen gemacht haben, wir haben am Anfang eine identische Permutation angehängt, das ändert nichts. Wir haben ganz am Ende eine identische Permutation angehängt, das ändert auch nichts. Wir haben zwischen zwei Züge ein inverses Element aus unserer Transversale, gefolgt von dem nicht inversen gleichen Element der Transversale eingefügt. Das heißt, die Verkettung von dem Teil und von dem Teil sind jeweils identische Permutationen. Das heißt, das können wir einfügen und wenn wir das Ganze, was ich gerne animiert hätte, verketten, dann haben wir im Wesentlichen noch die ursprünglichen Züge und dazwischen nur gerade Linien, die durchgehen. Das heißt, also um es vielleicht nochmal klarer zu machen, wenn wir das so klammern, haben wir die geraden Verbindungen und unsere ursprünglichen Züge. Wenn wir das Ganze aber so klammern, wie hier die Abstände sind, dann haben wir nur Zugfolgen, die entstehen, wenn wir eine Permutation aus unserer Transversale haben, gefolgt von einem ursprünglichen Zug, gefolgt von einem inversen Element der Transversale. Das heißt, egal wie die Zugfolge aussieht, solange die Zugfolge den gewünschten Fixpunkt hat, können wir das aus den Schreiererzeugern zusammenbasteln und haben als Verkettung die gleiche Permutation und haben damit eine endliche Menge von Erzeugern. Und da kann man dann auch tatsächlich zum Beispiel in Rubik's Cube hingehen und
so sich quasi selber Algorithmen, also so werden die Zugfolgen auch beim Handlösen genannt, ganz systematisch rausfinden, die mit dem man noch alles, was nicht gelöst ist, beliebig vertauschen kann, aber das Gelöste nicht kaputt macht, weil man halt nach jeder kleinen Zugfolge das schon Gelöste wieder repariert. Dazu noch Fragen? Genau, hier, das habe ich, glaube ich, alles erzählt. Das ist nochmal die Konstruktion für die Erzeuger, also ein Element aus der Transversale, einen ursprünglichen Zug und das inverse Element der Transversale, was sicherstellt, dass wir den gewünschten Fixpunkt haben. Alle Kombinationen für ursprüngliche Züge und Elemente in der Transversale, wenn man das als Menge aufschreiben will. So, wenn wir das Ganze gemacht haben und das für die gesamte Kette von Stabilisatoren gemacht haben, also wir haben das im ersten Schritt gemacht, dass ein Punkt gelöst ist und dann mit den Zugfolgen, die wir haben, als neue Züge die gleiche Konstruktion wieder gemacht, ein weiteres Feld gelöst und so weiter, bis alle Felder gelöst sind. Und wir haben diese ganzen Zugfolgen und wollen damit dann tatsächlich konkret ein Programm schreiben, was eine Puzzlestellung, sollte das sein, löst. Dann können wir das machen, indem wir, also das, was ich auch am Anfang als Problemstellung beschrieben hatte, wir suchen ein Wort mit den ursprünglichen Zügen. Wort kann man auch mal Zugfolge im Kontext von Puzzlen nehmen, wo die Verkettung das Inverse ist, um es zu lösen. In jedem Schritt schauen wir dann für die Permutation, die wir haben, also für die Puzzlestellung, die verbleibt, nachdem wir einige Felder gelöst haben, was passiert mit dem Punkt, den wir als nächstes lösen wollen, und suchen den Punkt, wo der Punkt momentan ist. Also XI ist der Punkt, wo die Farbe sein soll. YI ist, wo sie gerade ist. Und wir kennen eine Zugfolge, die genau das Feld von dort, wo es sein soll, zu dem Feld, wo es ist, bewegt, beziehungsweise das Inverse, weil wir wollen es ja zurückbewegen. Dann ist die Verkettung von der aktuellen Puzzlestellung und der Zugfolge, die wir machen, um es zu lösen, die Permutation für die noch verbleibende Puzzlestellung, die den Punkt X löst, und ist ein Element des Stabilisators. Also können wir damit zum nächsten Schritt. Wenn wir dann diese ganzen Wörter, die wir in jedem Schritt haben, verketten, dann haben wir insgesamt ein Wort, was, wenn wir die Züge ausführen, genau die Lösung ergibt. Genau. Dazu Fragen, wie das quasi als Algorithmus aussieht. Ich hätte gerne auch noch eine Animation, wo das wirklich als Programm passiert. Das wäre, würde es noch etwas anschaulicher machen, aber ich hoffe, dass das Konzept. Ja, vielleicht finde ich morgen noch ein paar Minuten. Gut. Neben dem Lösen hatte ich versprochen, dass wir auch die Anzahl der Positionen berechnen wollen, Anzahl der Stellung. Und da gibt es den typischen Ansatz, für den ich aber noch mehr Gruppentheorie erzählen müsste. Und es gibt den, sag ich mal, Informatiker-Ansatz. Beim
Weil wenn wir schauen, wie unser Lösungsalgorithmus funktioniert, dann haben wir in jedem Schritt, machen wir eine Entscheidung, abhängig davon, wo das Feld, was wir als nächstes lösen wollen, gerade ist. Wir haben die Bahn, also die möglichen Felder, wo wir es überhaupt noch hinbewegen können. Die kennen wir, weil wir uns in dem Graphen, das gehe ich mal zurück, also wir haben diesen Graphen, den können wir direkt aus den Zügen rechnen und können halt, indem wir einmal eine Graphensuche hierüber machen, egal ob Tiefensuche, Breitensuche oder was auch immer, können wir sehen, können wir tatsächlich berechnen, wie groß ist diese Bahn. Und in jedem Lösungsschritt haben wir einen dieser Fälle. Also der Punkt ist entweder schon da, wo er sein soll, oder er ist an einer anderen Stelle. Und das sind die einzigen Stellen im Algorithmus, wo unterschiedliche Dinge passieren. Das heißt, wenn wir wenn unser Algorithmus alle möglichen Stellungen lösen kann, dann kann es nicht mehr Stellungen geben als die Kombination von unterschiedlichen Entscheidungen, die beim Lösen passieren. Das heißt, wir haben als obere Schranke das Produkt der Größen der einzelnen Bahnen. Jetzt ist die Frage, gibt es denn genauso viele mögliche Puzzlestellungen oder kann es sein, dass wir, nachdem wir in den ersten Schritten ein paar, also die Entscheidung und dann eine andere Entscheidung getroffen haben, dass dann irgendwelche Bahnpunkte gar nicht mehr erreichbar sind? Und da ist die Antwort, nein, das kann nicht passieren, weil wir können den Algorithmus rückwärts ausführen. Wir können also nicht sagen, wir haben als Eingabe eine Puzzlestellung und schauen, auf welchen Bahnpunkten landen wir, sondern wir können vom gelösten Puzzle rückwärts nehmen und uns überlegen, zu welchem Bahnpunkt verschieben wir den Punkt, also quasi wie vertauschen wir die Punkte mit den nur mit Hilfe des Lösungswegs, den wir uns gebastelt haben. Und da halt Permutationen immer Inverse haben, kann es halt auch nicht sein, dass wir da irgendwelche Kollisionen haben zwei gleiche Permutationen rauskriegen bei unterschiedlichen Entscheidungen, weil wenn wir dann die Position wieder lösen, müssen wieder die gleichen Entscheidungen beim Ausführen getroffen werden. Ist das einigermaßen verständlich, was ich damit meine? Gibt es dazu Fragen? Okay, also damit können wir tatsächlich die Anzahl berechnen und die berühmten, was weiß ich, hast du am Anfang gesagt, 40 Trillionen und ein paar zerquetschte als Zahl rauskriegen. Was wir auch machen können, was tatsächlich in der Praxis für Puzzlewettbewerbe relevant ist, wir können gleich verteilten zufällige Positionen berechnen, was halt wichtig ist, wenn man irgendwie einen Wettbewerb hat und es fair machen will, dann sollte es nicht sein, dass irgendwelche bestimmten Positionen häufiger vorkommen und Leute, die wissen, wie genau die Position, also wie genau die zu lösenden Puzzle generiert werden, irgendwelche Rückschlüsse auf was für Positionen vorkommen können, schließen können. Und dafür nutzen wir die gleiche Rückwärtsausführung, die wir zum Zählen der Position gemacht haben, und wählen aber in jedem Schritt einen zufälligen Bahnpunkt gleich verteilt aus. Da die Anzahl der noch verbleibenden Entscheidungen sich nicht durch vorhergehende Entscheidungen verändert, haben wir, wenn wir eine Gleichverteilung in jedem Schritt haben, auch insgesamt eine Gleichverteilung. So, das, was ich bisher erzählt habe, ist noch nicht ganz der Schreier-Sims-Algorithmus, weil ich habe einen relevantes Problem für die Praxis unterschlagen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht jemandem schon aufgefallen ist, aber in jedem Schritt ist die Anzahl der Schreiererzeuger, die Anzahl der Erzeuger, die wir bisher haben, mal die Anzahl der Bahnpunkte, die wir haben.
das wächst mindestens exponentiell in jedem Schritt. Also es wächst insgesamt mindestens exponentiell, weil wir in jedem Schritt eine mindestens Verdopplung haben. Wir haben aber auch schon gesehen, also ich hatte es kurz erwähnt, dass einige der Schreier-Erzeuger nicht wirklich gebraucht werden. Also die Schreierzeuge ist eine Menge, von der wir wissen, dass sie ausreicht, aber es ist definitiv nicht die kleinste Menge, die kleinste Erzeugung, also nicht die kleinste Menge von Zügen, die wir lernen müssen, Zugfolgen, die wir lernen müssen, um Puzzle zu lösen, weil diese Zugfolge hier, die einfach die identische Permutation ist, brauchen wir definitiv nicht. Hier das Gleiche. Und es ist typisch, dass da viele Zugfolgen rauskommen, die genau das Gleiche machen. Die Idee beim Schreier-Sims-Algorithmus ist es, schon beim Bauen von der Stabilisatorkette, beim Rausfinden der Zugfolgen, zu erkennen, welche Erzeuger, welche Zugfolgen tatsächlich gebraucht werden. Und da ist die Idee, dass wir die möglichen Züge Zug für Zug hinzufügen. Wir fangen also an mit einem Puzzle, das keine Züge hat, und fügen den ersten Zug zu und berechnen dafür die Stabilisatorkette und alle Zugfolgen, mit denen wir ein Puzzle lösen können, was nur mit diesem einen Zug verdreht ist. Dann nehmen wir den nächsten Zug und schauen, ob wir diesen Zug selber schon mit den Zügen, die wir bisher können, quasi nachmachen können. Das wird für die meisten Puzzle nicht unbedingt der Fall sein, weil also im ersten Schritt, weil das habe ich so überhaupt einen guten Grund für. Also mal anders gesagt, wenn man beim Rubik's Cube den Zug in die eine Richtung und den Zug in die andere Richtung als separaten Zug sehen würde, dann wäre das so ein Fall, weil man durch viermal im Uhrzeigersinn drehen, dreimal im Uhrzeigersinn drehen, auch den Zug gegen den Uhrzeigersinn drehen haben kann. Das heißt, wenn das quasi unsere beiden Züge wären, dann würden wir im ersten Zug Uhrzeigersinn hinzufügen und an einem zweiten Zug feststellen, dass wir gegen den Uhrzeigersinn drehen schon mit in dem Uhrzeigersinn drehen lösen können und müssten dann den gegen den Uhrzeigersinn Zug gar nicht als neuen Zug hinzunehmen. Und wenn wir dann in der Stabilisatorkette einen Schritt weiter gehen, dann passiert das viel häufiger, dass die Zugfolgen nur Dinge machen, die auch schon mit anderen Zugfolgen passieren. Und das machen wir nicht nur für das Puzzle selber, also diesen inkrementellen Ansatz mit einem Erzeuger nach dem anderen, sondern wenn wir dann mehr Erzeuger für den nächsten Schritt rauskriegen, fügen wir die auch wieder nur einzeln hinzu und können damit die exponentielle Wachstum der Anzahl von Erzeuger, der Anzahl von Zugfolgen vermeiden und kriegen dann tatsächlich einen Algorithmus, der nur polynomielle Laufzeit hat, raus. Die genaue Komplexitätsanalyse ist aber noch ein bisschen wilder. Die habe ich nicht und habe ich auch nicht. Also die müsste ich selber nachschauen. Ja, dazu noch Fragen? Das ist quasi eine kurze Einführung in den grundlegenden Schreier-Sims-Algorithmus. In der Praxis wird der inkrementelle, also Schreier-Sims ist der inkrementelle Algorithmus. Der wird aber in der Form auch noch nicht so angewandt, weil der immer noch ein bisschen langsamer ist, als man das gerne hätte. Und es gibt eine ganze Menge verschiedene Tricks, die man machen kann, um den zu beschleunigen. Unter anderem, wenn man irgendwie einen Weg hat, zufällige Permutationen zu kriegen, zum Beispiel, indem man einfach beliebige, lange Zugfolgen probiert.
und die Kette von Stabilisatoren aus denen zusammensetzt, dann hat man einen Monte-Carlo-Algorithmus, der deutlich schneller ist, aber der Nachteil, deswegen Monte-Carlo-Algorithmus, man weiß nicht, wann man fertig ist. Dann gibt es wieder andere Verfahren, um zu testen, ob man fertig ist. Also es ist ein großes Thema, was weit über das, was ich im Vortrag erzählt habe, hinausgeht. Ein anderes Problem ist, dass die Zugfolgen, die dann rauskommt, wenn man für jeden Schritt die einzelnen Zugfolgen verkettet, sind nicht gerade unbedingt die kürzesten Lösungen. Und in der Regel auch deutlich länger als das, was man beim Handlösen als Zugfolgen rauskriegen würde. Da gibt es aber auch diverse Ansätze, um das zu verbessern. Zum Beispiel kann man, nachdem man die ganze Stabilisatorkette gebaut hat, schauen, ob man für die Transversalen kürzere Zugfolgen finden kann. Und dabei kann man sich zu Hilfe nehmen, dass man schon diese Gesamtstruktur hat. Also viele Probleme, die dabei helfen können, kürzere Zugfolgen zu finden, mit dem, was man schon berechnet hat, habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Also man kann quasi ein bisschen das, was man schon hat, verwenden, um bessere Zugfolgen zu finden, die dann wiederum potenziell hilfreich sind, um das noch mehr zu verbessern. Die Wahl der Basispunkte, also in welcher Reihenfolge man das Puzzle löst, hat häufig einen großen Einfluss darauf, wie lang die Zugfolgen dann tatsächlich sind. Die kann man optimieren, indem man zum Beispiel verschiedene Sachen durchprobiert. Was man auch machen kann, wenn man so eine Stabilisatorkette hat, ist ein Basiswechsel, bei dem man die Reihenfolge ändert, ohne alles neu zu berechnen. Damit kann man halt viel schneller die Folge der Basispunkte optimieren, als wenn man jedes Mal wieder komplett neu den ganzen Algorithmus ausführen würde. Und es kann auch helfen, das Puzzle mit anderen Permutationen darzustellen. Zum Beispiel hatte ich für den Rubik's Cube ganz am Anfang, da kann ich auch genau, hier hatte ich für jedes Feld einen Punkt. Aber wir könnten zum Beispiel auch noch für jeden kleinen Würfel einen zusätzlichen Punkt hinzufügen. Da ein kleiner Würfel, also dann meine ich den Teil, auch nicht nur die Position ändern kann, sondern auch quasi gedreht werden kann, also dass die Seite zu der Seite, die Seite zu der Seite und die zu der sich bewegen. Das wäre eine Vertauschung auf den Feldern, aber das würde die Position des Würfels selber nicht vertauschen. Das heißt, wenn wir eine Permutation nehmen, die auch noch die kleinen Würfelpositionen mit als Punkte hat, dann könnten wir bei der Reihenfolge, wie wir das Puzzle lösen wollen, hätten wir die Option zu sagen, naja, wir bringen den kleinen Würfel erstmal in die richtige Stelle und kümmern uns später darum, dass er richtig orientiert ist. Was eine Sache ist, die man auch beim Perlenlösen häufig hat, dass halt die Sachen aufgeteilt werden, dass man sich Orientierung und Position unabhängig macht. Und das lässt sich halt auch wiederum mit Permutation ausdrücken. Und da gibt es auch zum Teil wieder Ansätze, die nicht spezielles Wissen über das Puzzle brauchen, sondern wo man sagen kann, man hat die Permutation für die Züge als Eingabe und kann selber solche Sachen finden, wo halt irgendwie Punkte zusammenhängen, ohne dass man dass man sich festlegen muss auf ein Puzzle. Also ich sag mal so, das Fazit von der Slide ist im Wesentlichen, es ist ein großes Feld mit vielen interessanten Problemen und vielen interessanten Möglichkeiten. Und das passiert, wenn man zu viel selber bastelt für die Präsentation. Genau, und dann will ich noch zu guter Letzt ein paar Quellen angeben und ein bisschen Software nennen.
Im Wesentlichen das Buch, wenn man sich in die algorithmische Gruppentheorie einlesen will, ist das Handbook of Computational Group Theory. Für sag ich mal, die fortgeschritteneren Sachen, die mit Permutationen zu tun haben, ist Permutation Group Algorithms. Obwohl die Algorithmen Sachen sind, die ich mal auch für Informatiker zugänglich sind, sind die beiden Bücher, richten sich aber an Mathematiker, und das sorgt dafür, dass es zum Teil etwas mehr Zeit braucht, als zumindest mir am Anfang als Informatiker es lieb war, sich da wirklich das zu durchdringen und rauszufinden, wie funktioniert das Ganze wirklich. Was für mich auch so ein bisschen Motivation war, diesen Vortrag zu halten. Ich habe nochmal im Rahmen der Vorbereitung geschaut, ob es irgendwelches Material auf Deutsch gibt, und habe tatsächlich als einziges Material überhaupt nur eine Vorlesungsmitschrift für die Vorlesung Algorithmen für Gruppen und Codes von Markus Krassel am Karlsruhe Institut für Technologie gefunden. Man findet direkt das PDF, wenn man nach dem Titel sucht. Ich kann auch nochmal schauen, dass ich auf der NUG-Seite das verlinkt kriege. Wenn man mit dem ganzen Kram rumspielen will, ohne das selber zu implementieren, kann ich das Computer-Algebra-System GAP empfehlen. Das hat die ganzen Algorithmen, die ich vorgestellt habe, in allen Varianten und noch viel mehr, fertig implementiert und eine interaktive Kommandozeile, wo man damit rumspielen kann. Ist auch Open Source. Und wer sich interessiert für tatsächlich Code, der die Algorithmen implementiert, ich habe, als ich mich vor einigen Jahren in das Thema eingearbeitet habe, zum Lernen den Schreier-Sims-Algorithmus in Python implementiert, in verschiedenen Varianten, und das ist kommentiert auf GitHub zu finden. Das war es von meiner Seite. Wenn noch Fragen sind, kann ich natürlich. Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Aus dem Publikum. Keine Fragen. Ja. Doch, eine Frage. Ja. Ja, warte, warte. Kannst du die Frage dann nochmal wenigstens wiederholen? Damit ja, die Frage war, wie ich die Animation gemacht habe. Ich habe basierend auf der JavaScript-Bibliothek Paper.js viel zu viel JavaScript-Code für die, beziehungsweise TypeScript-Code für die Vorbereitung geschrieben und habe mich auch ein bisschen verschätzt, wie viel Aufwand das ist, weswegen die, wie aufwendig die Animationen waren, mit späteren Slides nicht mehr ganz so aufwendig war. Ja, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich eine Version von den Slides, die man selber im Browser sich anschauen kann, hochlade und verlinke. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Code, den ich jetzt in den letzten Stunden geschrieben habe, so unbedingt öffentlich machen will. Ich weiß nicht, vielleicht will ich noch ein bisschen Zeit, das aufzuräumen, dass ich das auch online stellen kann, wer sich den Teil genauer anschauen will. Weitere Fragen? Ja, danke. Ja, danke für den Vortrag. Magst du uns vielleicht mal deine Python-Implementierung zeigen, was die genau macht, wie man die anwenden kann? Ja, also ich kann... Ich weiß jetzt nicht, wie viel man auf die Schnelle da jetzt rauslesen kann, weil ich, also da war meine, war mein Ziel ist tatsächlich die verschiedenen Varianten auszuprobieren und die Performance von verschiedenen Varianten auch zu vergleichen. Dementsprechend ist es jetzt nicht der, sag ich mal, Minimalcode.
Ja, ich suche gerade das Repository und dann kann ich es auf den Beamer werfen. So. Ich habe den Code auch seit 2020 nicht mehr angeschaut. Insofern wird das jetzt auch für mich eine Überraschung. Ich habe mit Python Kommentar gehabt, dass es ja immerhin Python 3 ist. Ich habe mit Python 3 angefangen, also was Python angeht. Ja. Also, erstmal ist hier ein bisschen Code, der halt, um mit Permutation zu arbeiten, zu schauen, ob was eine Permutation ist, um Typo Paris statt Pers, um Permutation auszugeben. Da gibt es eine ganz etablierte Schreibweise, die ich jetzt im Vortrag nicht eingeführt hatte, weil ich dachte, dass ich schon genügend Inhalt habe. Also erstmal, sag ich mal, was man so als Handwerkzeug braucht, um mit Permutationen zu arbeiten und die einzulesen und auszugeben. Kompatibilität mit dem Computer-Algebra-System, was ich verwendet habe, um zu schauen, ob ich auch das Richtige mache. Ja, Verkettung von Permutationen. Also das ist im Wesentlichen... So, dann als Konfiguration die ganzen verschiedenen Varianten, inklusive der Monte Carlo Variante, da gibt es dann halt eine ganze Menge Parameter. Dann ja, zufällige Permutationen durch zufällige Zugfolgen erzeugen brauche ich halt für den Monte Carlo Ansatz. Dann ist hier der Teil, der tatsächlich dann eine Gruppe in der Kette repräsentiert. Mit den Erzeugern. Also es kommt eine ganze Menge Code zusammen. Ich scroll jetzt nur einmal durch und gebe quasi den kurzen Überblick. Genau, das SIFT ist, also SIFTing, also aus 7 ist der Teil, der quasi schaut, ob es eine Lösung gibt. 4 ist zum Beispiel das, wo ich meinte, wir suchen uns das Element der Transversale, was den Punkt so bewegt, wie er quasi in der verbleibenden Problemstellung bewegt wird. Das ist also das Move-to-Base-Point, macht genau das. Und hier ist dann das Rekursiv zur nächsten Gruppe in der Kette. Also man kann hoffentlich, wenn man sich das vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit anschaut, die Sachen, die ich im Vortrag erwähnt habe, hier auch so wiederfinden. Noch irgendwas, was relevant ist zu erwähnen? Also hier, ich habe, glaube ich, auch Basiswechsel habe ich hier auch mit drin. Das Finden von Blöcken, was quasi so eine ähnliche Sache ist wie das, wo ich meinte, dass man halt, wenn man zusätzliche Punkte in der Permutation hinzufügt, man mehr Möglichkeiten für die Lösungsreihenfolge hat. Also ich habe mich hier wirklich ausgetobt und alles, was mich interessiert hat, mal umgesetzt. Ja, wer sich das anschaut und Fragen hat, gerne auch mich per E-Mail oder auf Mastodon, das dürfte, glaube ich, auch von meinem GitHub verlinkt sein, anfragen. Ich bin immer... leicht zu begeistern, wenn sich tatsächlich wer für sowas interessiert und kann gerne auch alles, was ich dazu weiß, auch nochmal konkrete Fragen zu beantworten oder Dinge erklären. Weitere Fragen? Nee, wunderbar. Dann nochmal vielen, vielen Dank für den Vortrag, Janis.